Hallo ihr süßen Menschen, herzlich willkommen zurück zu meinem Nier Let's Play. So, wir haben erfahren, dass vielleicht Grimmerweiss uns die Welt retten kann und vor allem, was drüber geht, uns unsere kleine Jona retten kann. Deswegen werden wir uns jetzt auf die Suche nach dem nächsten verborgenen Vers machen. Die Popole hat uns ja den Hinweis gegeben, dass wir den hier irgendwo in der nächsten Stadt finden sollen. Sorry für die Maus. Und da werden wir jetzt mal nachschauen, ob das wirklich der Fall ist und ob wir den da finden. Mal schauen, wie das dann auch aussieht. Wir sollen mit irgendeinem Oberhaupt sprechen, der wohnt auf dem höchsten Turm. Und das machen wir doch glatt mal. You can save Yona, Weiss. Du kannst Yona retten, Weiss. Vielleicht kannst du die ganze Welt retten. Kann ich das? Ich bin nicht sicher. Ich werde dich wohl doch nicht zum Anzünden eines Feuers benutzen. Du solltest ein mächtige Wesen respektvoller behandeln. Stell dir vor, Junge, so ein Zauberbuch, was richtig viel krasse Macht abgibt und dann benutze ich das zum Feuer anzünden. So, warte mal. Sorry, noch kurz den Sound von meinem Handy ausgemalt. Auch dieses habe ich leider vergessen gehabt. Es tut mir leid, falls ihr das gehört habt und ich werde verfolgt von irgendwelchen kleinen Dingern. Machen wir doch jetzt glatt mal zerstören. Tutorial halten. Du hast den Tutorial Todesstoß freigeschalten. Okay. Offenbar kriegen wir auch Tutorials. Wort erhalten. Du hast das Wort Luke erhalten. Mit Magie genutzt. Magie MP kosten -2%. Du hast ein Wort erhalten. Mit Worten kannst du Waffen und Magie verstärken. Nutze diese Worte, indem du sie im Tab Wort zuweisen in Grimmerweiss. Waffen oder Magie zuweisen. Okay, warte mal. Als Stürmer weiß, Worte zuweisen. Den haben wir ja gerade. Flug. Oh, nice, okay. Okay, das ist nice to know. Weil wir haben bis jetzt nur ein Wort, ne? Da können wir ja nichts dazufügen. Nee, okay. Super. Okay, so können wir also auch Waffen verstärken. Nicht schlecht. Was können wir gewonnen? Oha, was denn das? Da läuft einfach so ein Schwein in der Gegend rum. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen Respekt noch vor. Wo müssen wir denn da eigentlich hin? Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lass mich in Ruhe! Was ist dein Problem? Let's go. Oh, da leuchtet noch was. Immer schön einsammeln. Vielleicht haben wir da später was von. Und ich glaube, hinter uns ist irgendwas her, sehe ich gerade auf der Minimap. Das kleine Ding hier. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Also offenbar, jedes Mal erscheinen da so Wörter oder das Buch spricht oder irgendwie so. Das heißt, ich glaube, wir verstärken das mit jedem Gegner. Also ist ja nicht verkehrt, auch so ein bisschen zu zerstören. Die kleinen Mistdinger da. Außerdem sind sie ja eh böse. Na nö. Da müssen wir hin, aber was ist denn hier? Schauen wir doch mal nach, was das ist. Fängt er. Es scheint verlassen zu sein. Wie ist es das? Guck mal, wie die Sicht hier wechselt, aber. Okay, wenn es verlassen ist, naja. Dann gehen wir mal weiter und gucken mal, wo der Oberhaupt dann ist. Oh. Silbererz, nice. Alles schön einsammeln. Menü. Was denn hier? Alter. Alter, sind das Häuser? Hier leben Leute? Ach du Scheiße. Stell dir mal vor, du machst einen Ausrutscher und fällst da runter. Dann bist du aber, da hast du aber verloren. Ach, krass, wie cool das aussieht. Wahnsinn, was die da aufgebaut haben. Oh!
Ist das etwa das Haus des Oberhaupts? Es ist so schön golden. Okay, da führt so ein Weg, eine Brücke drüber. Jetzt von da hinten muss ich, glaube ich, irgendwie dahin. Okay, okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Auch wenn es sehr hoch hier ist und ich eigentlich Höhenangst habe. Ist genau aufgefallen, da haben wir noch so ein Dings gehabt. Oh. Okay. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Schön aufpassen, wo man hinläuft. Das sieht so nice aus. Wie sollen wir bloß zum Haus des Anführers gelangen? Da scheint ja irgendwie eine Brücke drüber zu gehen, die da. Oh, was macht ihr denn hier? Aua. Oh, das Wort Paar erhalten. Angriffsstärke plus 2. Das klingt nice. Ich glaube, das mache ich aufs Schwert. Du hast das Tutorial Blut absorbieren freigeschaltet. Nach dem Tutorial ziehen sie gleich auch mal gucken, glaube ich. Okay, aber erst, wir haben eine gute Sache gekriegt gerade. Jetzt werden wir mal... Oh. Offenbar kann ich das gar nicht da drauf machen. Ich habe doch kein neues Wort? Okay, dann habe ich das irgendwie missverstanden. Okay, aber Tutorials. Haben wir hier irgendwo... Ah, da. Angriffssteuerung, Magie, Menü, andere. Alle. Machen wir mal alle. Okay, da haben wir die ganz normalen Tutorials, aber da, das hat mir zum Beispiel gekriegt. Drücke neben einen gefallenen Gegner B, um ihm schweren Schaden zuzufügen. Und dann hatten wir noch eins eben, Blut absorbieren. Blut, das aus besiegten Gegnern spritzt, wird automatisch für einen MP-Boost absorbiert. Okay, nice. Also da müssen wir ja nicht mal was für machen. Wird ja automatisch absorbiert. Okay, boah, das sieht schon, das sieht so krass aus. Wie hoch wir hier sind. Und da unten sieht man ja nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwas vom Boden. Und hier oben leben die. Wow! Hey! Oh, ich hab ihn... Er ist runtergefallen! Hoppla! Und schaut mal, da ist eine Leiter. Schauen wir doch mal, ob wir da dann hinkommen. Er ist einfach runtergefallen gerade. Ja, nice. So. Is anyone even here? Hallo? Ist jemand hier? Wir trauen euch nicht. Hallo? Ihr müsst mir helfen. Ich muss irgendwie zum Oberhaupt. Oh, schaut mal, hier ist eine Brücke. Nice. Aber erstmal machen wir die Monster hier kaputt, damit die Leute hier überhaupt raus können, ne? Ah, lass das! Frech das! Lass das. Oh, beim Kämpfen müssen wir echt aufpassen. Du hast das Wort Ma erhalten. Wahrscheinlichkeit für Gegenstand plus 2. Okay, das heißt, wir können mehr Gegenstände damit... Boah, ich dachte, das wird von den Kisten aufgehalten, aber nö. Die Schweine, hört auf damit. Tutorial gegnerische Magie abwehren. Oh, das müssen wir gleich mal ankorten. Und neues Wort nochmal, gib... erhalten. Magiestärke plus 2. Okay, mal aber ganz schön viel. Was zur Hölle? So, was? Okay, warte, das war mit dem... Eine will ich mir ganz kurz angucken. Da. Vermeide Schaden zu erleiden und absorbiere MP, indem du die Magiekugeln des Gegners mit deiner Waffe angreifst. Achso, das gibt mir dann MP. Okay, nice, nice, nice. Wir schauen jetzt mal, ob wir doch ein neues Wort haben. Achso, hier haben wir auch einen Platz. Ach, da sind die anderen Wörter. Okay, okay, das ist nice. Das war die Angriffsstärke plus. Das machen wir doch. Und dann... Was war das? Angriffsstärke... Ma. Wahrscheinlich... Ah, für die Gegenstände, die fallen. Aber das können wir... Da können wir Luke lassen bei dem. Weil wir haben ja hier auch noch... Die dunkle Explosion. Wieso werden da trotzdem beide angezeigt? Das ist ein bisschen blöd, weil Paar habe ich ja, glaube ich, eben auf dem anderen. Das will ich ja nicht wegnehmen. Aber das hier ist Magiestärke plus 2. Das passt ja ganz gut, würde ich sagen. Genauso wie hier. Luke und Ma. Luke habe ich, glaube ich, eben auf dem anderen. Und Ma
noch nicht. Aber da muss ich ja dann richtig aufpassen. Ich dachte halt, also es wäre ganz cool, wenn das eigentlich so ausgeblendet wird dann. So. Okay. Oh, schaut mal, da ist schon das Haus rechts oben. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Aua. Zerstörbare Kisten freigeschaltet. Ich glaube, das muss ich mir jetzt nicht anschauen, das Tutorial, weil das ist bestimmt einfach nur, dass mir gesagt wird, dass ich auch Kisten zerstören kann. Ich krieg noch recht viele Treffer, muss ich sagen. Also im Ausweichen bin ich jetzt noch nicht die Beste, aber ich gebe mir echt allergrößte Mühe, dass ich das auch noch besser hinkriege. I'm looking for someone who knows about the sealed verses. You just like her. Like kindly. Oh, der blockt richtig ab hier. Da müssen wir doch auch mal abblocken. Nice! Du hast das Wort Bess erhalten. Physische Stärke plus 2. Okay, okay. Solange wir jetzt noch Platz haben, ne? Wir können ja später dann schauen, dass wir das anders zuweisen. Aber solange können wir ja noch hier die Dinge einfach einfügen. Ja. Irgendwo hier war... Ah, hier geht's hoch. Da sind wir doch schon beim Haus des Oberhaupts soweit. Ich weiß, war das... Es müsste das sein. Jo. Das muss das Haus des Anführers sein. Was willst du? Tja, wir sind... Verschwindet, Fremde. Wartet, hört. Es reicht. Verlasst das Dorf auf der Stelle und kommt nie wieder. Die trauen ja gar keinem Fremden, ey. Was für ein armseliges Gesindel. Das war's? Das war's? Dafür bin ich hier hingekommen? Es reicht, wenn das... Okay. Scheinen keine wichtigen Schatten hier zu sein. Die versiegelten Verse sind nie und nimmer an einen solchen Ort zu finden. Tja, wir sollten mit Popola reden und uns einen Plan überlegen. Okay, wenn hier nichts ist, dann muss ich ja leider wieder zurück, ne? Aber es war mal nice, hier zu sein und das mal alles zu sehen. So sieht ja schon ziemlich krass aus, ne? Das sieht schon nice aus. Aber sad, dass wir jetzt den ganzen Weg umsonst gelaufen sind, ehrlich gesagt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier natürlich jetzt auch was finden. Und unser Buch stärken können. Aber naja. Wir werden schon noch einen Weg finden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Aber ich weiß halt auch nicht, wie viel Zeit wir haben. Weil ich meine, der Jona geht's halt auch echt nicht gut, ne? Ich hoffe, sie schafft es einfach, bis ich einen Weg gefunden habe. Ja, nett war's. Tschüss, Leute. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Beziehungsweise, naja, gesehen hat man ja keinen, weil die haben ja offenbar alle Angst, die Leute hier. So, wo gehen wir denn? Ach ja, wir müssen... Ja. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen zurück zu Popola, wollte ich eigentlich damit aufklären, aber... Ja, wo gehen wir denn hin? Mal schauen. Erleuchtet da was? What the fuck? Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob... Was ist das? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ich wollte eigentlich nur kurz gucken, ob da jetzt vielleicht doch jemand ist. Jetzt leuchtet da was. Okay. Hallo? Was haben wir denn hier? Was ist das? Nice flowers. Hübsche Blumen. Das sind Mondtränen, legendäre Blumen von fast vollkommener Schönheit. Das sind die Mondtränen? Das sind die Mondtränen? Die haben wir... wir brauchen die. You're kidding. Soll das ein Scherz sein? Das ist die Blume, von der ich Jona erzählt habe. Hands off the flowers. Hände weg von den Blumen. Oh. Weiß, warum trägt diese Dame nur Unterwäsche? Ich fürchte, wir müssen uns mit größeren Problemen beschäftigen. What the fuck? Oha. Moment mal, ist sie ein Schatten? Oh oh, ist das jetzt unser Gegner? Oh no! Alter, ich muss eine Frau in Unterwäsche töten! Ich muss... Hat sie kein Geld für Klamotten oder was? Hä, die greift mich gar nicht an, oder? Sie greift mich doch gar nicht an. Schau mal, die rennt nur weg. Die blockt nur und rennt weg. Warum muss ich die denn... Sie tut mir doch gar nichts.
bitch. I knew this. Miststück, ich. Jetzt Son of a Bitch zu mir gesagt. Aua, okay, sie greift doch an. Ich hab nichts gesagt. Aua. Ah, tritt mich nicht. Was ist denn mit dir? Boah, das hat hier. Hab ich schon getötet? Oh, netter Popo. Hallo. Was geht denn hier ab, ey? Hauptsache erstmal hier so eine Frau in Unterwäsche töten. Oh Gott, was macht sie jetzt? Ich hab nichts gesagt, es tut mir leid. Du siehst nett aus. Wow. Okay. Oh oh. Jetzt habe ich ein bisschen. Mann, tu mir nix! Tu mir nix! Hilfe! Boah, Alter, die hat auch Magie. Oh mein Gott, die hat auch Magie. Oh mein Gott, was ist sie? Was? Warum? Wer ist sie denn? Oh, aber sie ist, glaube ich, schwächer, oder? Boah, yo, da habe ich sie schon down. Nice. Netter Popo. Wie eben schon gesagt. Komisches Höschen trägt sie aber da. Oh mein Gott. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Hallo? Das ist ganz schön riesig. Oh oh. Oh Gott. Hilft sie mir hoffentlich? Hilft sie mir? Oh Gott, sie besiegt das auch. Ja, das denke ich mir auch. Ist das dein Ernst? Was ist denn das hier? Oh mein Gott, und hier fliegen die Kugeln wie verrückt. Hält er ist deiner? Ich helfe doch nur, dieses Spiel zu besiegen. Oh, schau mal da. Erstmal die Hand besiegt. Oh nein, jetzt geht er hoch. Oh oh, was macht er? Oh oh. Ich dachte, er haut jetzt mit seinem Schwanz zu oder so. Was da? These guys shades too? Weg damit. Die andere Hand kaputt. I didn't know shades could get that big. Aua, upsa. Oh mein Gott, ich muss mich noch heilen. Aua. Oh, scheiße, was macht er denn jetzt da? Oh. Okay, die Kämpfe werden auch immer spezieller offenbar. Ja, die hat echt ein ganz schön großes Mundwerk, ey. Die ist ja richtig mad, ey. Kaputt, das war so richtig. Oh Gott, aua. Oh ja, 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 ja. Schnell, schnell, schnell. Ha, easy peasy. Ja. War doch kein Gegner für mich. Alter. Oh, der scheint aber noch nicht richtig tot zu sein, ne? Oder? Platzt der jetzt? Oh oh, nicht zuhauen. Alter, die hat mich zwar ins Gesicht getreten, aber sie hat mir damit mein Leben gerettet, offenbar. Danke. Ich hab doch gesagt, du sollst aus dem Weg gehen. Sie hat mir einfach geholfen. Wir haben eben gegeneinander gefightet. Oh no. Sie hat mir geholfen und sie wird einfach geschlagen. Okay, okay, scheint aber nichts passiert zu sein, offenbar. Voll ins Auge. Voll ins Auge. Sie hat die Runenpest. Oha, und wir haben sie noch angegriffen. Das Vieh haut ab. Komm zurück, hierher, du. Sie hat die Runenpest. Die Symbole verschwinden.
Oh no. Du hast mir geholfen und dich geopfert. Is she human? Sie kann nett ausgesehen. Sie ist von Schatten besessen. Sie ist weder Mensch noch sonst was. Okay. Puh, dann tut mir leid, sie wie eines dieser Dinge behandelt zu haben. Wir müssen ihr helfen. Ja, sehe ich auch so. Ich weiß ja nie, ne? Du hast deinen versiegelten Vers erhalten. Du hast die Magie Dunkle Hand erhalten. Dunkle Hand, schlage mit einem mächtigen magischen Arm auf einen Gegner ein. Aufladen, um die Größe des Arms zu erhöhen. Ich glaube, das ist das, was wir im Tutorial auch hatten. Diese riesige Faust. Oh weh. Geht's dir gut? You're awake. Hallo. Er sagt so, you're awake. Und ich so, hallo. Er sagt eigentlich, du bist wach, ey. You. Du, tut mir leid, dass wir dich angegriffen haben. Wir dachten, du wärst ein Schatten. Tja, das ist ja auch eine Halbwahrheit. Und jetzt verschwindet von hier. Jetzt pass mal auf. Wir haben uns entschuldigt und wir wollen dir helfen. Du kannst uns doch wenigstens deinen Namen verraten. Schon in Ordnung, Weiss. Vermutlich ist sie nur erschöpft. Ich heiße Kaine. Ah, der Name, den wir im Dorf schon gehört haben. Es wird nichts Gutes dabei herauskommen, wenn ihr in meiner Nähe bleibt. Also tut, was ich sage und geht. Aber wir wollen doch nur helfen. Oh, das Lied. Das ist so schön. Das tut mir leider, kommen Feelings hoch, Leute. Wie gesagt, einige Lieder kenne ich schon und ich weiß, da wir ja jetzt Kaini auch kennengelernt haben, das ist Kainis Song und oh, die Lieder einfach so wunderbar hier. Get lost already, und jetzt haut you? Endlich ab, ja? Okay, also wir dürfen hier weiter leider nicht helfen. Ach, und eine Sache noch. That monster back dieses there, Monster dort, das gehört mir. Ihr haltet euch gefälligst fern von ihm. Von ihm fern. Okay. Ja, keine Ahnung, ich muss den jetzt nicht unbedingt so siegen. Ein Halbmensch, ein riesiger Schatten. Sie ist ziemlich hübsch, really aber auch intense. Total heftig. Ist so. Sie sieht zwar durch ihre Nackigkeit schon nett aus und so, und sie ist schon echt hübsch, aber ja, die kann ganz schön hier, dieser knallhart, sag mir's mal so, was die für Sprüche gelassen hat. So, wir werden jetzt noch ins Dorf und dann werden wir dann ein bisschen speichern. Was als nächstes? Sprich mit Popola, schau nach Yona. Ich glaube, ich schaue erstmal nach Yona, weil ich habe so ein bisschen Angst dadurch, dass sie mich das fragen, dass ihr schon wieder irgendwas zugestoßen ist. Ich mache mir Sorgen um Yona. Wir sollten nachsehen, wie es ihr geht. Und das ist ja eh im selben Dorf. Das heißt, wenn wir nach Yona gesehen haben, können wir eh danach dann zu Popola. Nur ich mache mir tatsächlich, wenn sie das schon so seltsam fragen, wieder ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, ihr geht's halt einfach gut. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt ins Dorf zurück. Dort werden wir speichern, denn die Zeit ist leider wieder um, Leute. Und dann schauen wir halt das nächste Mal nach, wie es der kleinen Yona-Maus geht. Aber vorher machen wir jetzt hier noch diese dummen Zuschauer kaputt, die hier mich gerade so ein bisschen stören. Will doch nur weiter. Ich habe das Gefühl, die spawnen hier einfach immer neu. Maybe. But there's no way we can take that thing on now. I need to get stronger. Ja, wir müssen echt stärker werden. Das stimmt. Was ich sagen wollte, die kleinen Viecher spawnen, glaube ich, immer wieder neu. Deswegen, wir müssen nicht jedes Mal alle hier killen. Ich hatte erst gedacht, es wäre ganz gut, weil wir das Dorf ja beschützen müssen. Ich habe das Gefühl, die spawnen eh grundsätzlich wieder hier. Grundsätzlich hier wieder neu, wie ich das ausgesprochen habe. Deswegen lassen wir das halt einfach gut sein und kämpfen ab und zu mal, um uns ein bisschen stärker zu machen. So, wir speichern. Wie gesagt, das war's dann für heute. Ich freue mich aber wieder aufs nächste Mal. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.